أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، Die Frage: Ist Musik zu hören im Islam erlaubt? Ist die Musik erlaubt im Islam? Allah, der Allmächtige, sagt in Surah Luqman in der Ayah 6: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Und unter den Menschen gibt es solche, die leeres Gerede vorziehen, um Menschen ohne Wissen von Allahs Weg hinweg in die Irre zu führen und sich über ihn lustig zu machen. Für solche Menschen wird es eine schmachvolle Strafe geben. Das leere Gerede, was hier in der Ayah mit den Wörtern Lahu al-Hadith genannt wird, so sagt Ibn Abbas radiallahu an, huwa al-Ghina, das ist das Singen. Und ebenfalls Ibn Mas'ud radiallahu anhuma, Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagt in dem Werk Ighatha al-Lahfan, wa yakfi tafsir as-sahaba wa tabi'in al-lahu al-hadith bi-annahu al-ghina. Und es reicht als Erklärung von den Sahaba radiallahu anhum und ihren Schülern, den Tabi'in, dass sie das leere Gerede mit Singen erklärt haben. فَقَدْ صَحَّ ذَلِكَ عَنْ Ibn Abbas وَإِبْن Mas'ud. Und dieses wurde authentisch überliefert von Ibn Abbas und Ibn Mas'ud, die Erklärer des Korans sind. Auch sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرِ وَالْخَمْرِ وَالْمَعَازِفِ. In meiner Umma wird es Menschen geben, die Sinna und die Seide und das Berauschende, sprich den Alkohol und die Musikinstrumente für erlaubt erklären. Wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier Dinge nennt wie Sinna, wo wir bestätigt haben, dass dieses Haram ist, wie Seide, wo wir bestätigt haben, dass dieses Haram ist, wie Alkohol, wo wir bestätigt haben, dass dieses Haram ist, im gleichen Zug nannte er die Musikinstrumente Al-Ma'azif in diesem Zusammenhang. Wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, es wird in meiner Umma Leute geben, die dieses als erlaubt erklären werden, dann heißt es, dass ihr Ursprung Haram, sprich verboten ist. Diese Überlieferung ist bei Al-Bukhari. Auch sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung bei At-Tirmidhi, und sie ist in As-Silsila As-Sahiha von Sheikh Al-Albani rahimullah ta'ala, la yakunanna fi hadhihi al-umma khasfun wa qadhfun wa maskhun wa dhalika idha sharibu al-khumura wa attakhadhu al-qaynati wa darabu bil-ma'azif. Es wird in dieser Umma welche geben, sie werden von der Erde verschlungen werden und Steinregen wird über sie herfallen und sie werden umgewandelt, sprich in Affen und ähnlichem. Dieses wird zu einer Zeit sein, wo der Alkohol viel getrunken wird und wenn weiblichen Sängerinnen zugehört wird und wenn Musikinstrumente gespielt werden. Und hier besteht kein Zweifel daran, dass die Dinge, die hier mit einer Strafe belegt werden, dass diese nicht nur verboten sind, sondern große Sünden sind. Al-Qurtubi, rahimullah ta'ala, er wird zitiert im Werk Az-Zawajir an Iqtiraf al-Kabair, dass er gesagt hat, أما المزامير والأوتار والكوبة فلا يختلف في تحريم استماعها ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. Was die Flöten und die Saiteninstrumenten, sprich wie Gitarre und ähnliches und Trommel, auch Schlagzeug, betrifft,
so gibt es keinen Meinungsunterschied unter den Gelehrten, dass dieses verboten ist, dem zuzuhören. Und er sagt weiter, Rahimullah ta'ala, ich habe niemals von jemandem gehört, weder von den früheren noch von den späteren Imamen der Umma, dass sie dieses als erlaubt gesehen haben. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimullah ta'ala sagt in Al-Majmu' Madhhab al-A'immati al-Arba'a an al-Alat al-Lahwa kulluha haram. Die Ansicht der vier Imame, sprich der vier Madhahib von Abu Hanifa bis Imam Ahmed, ist, dass alle Arten von Musikinstrumenten verboten sind. Und Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagt ebenfalls in Ighatha al-Lahfan مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب. Die Ansicht von Abu Hanifa diesbezüglich über die Musik war die strengste gewesen. وقوله فيه أغلظ الأقوال. Und seine Aussage gehörte dabei zu den schärfsten Aussagen. Das bedeutet, dass Abu Hanifa besonders hart in seiner Aussage war. Dieses deswegen, weil er sogar das rhythmische Klopfen eines Stockes als verboten angesehen hat. Das bedeutet, die Musik ist klar verboten nach den Beweisen von Koran und Sunna, und die Gelehrten stimmen darin überein. Wallahu ta'ala ala wa alam, subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilik.